Hallihallo und willkommen bei diesem neuen Video. Vom 25. bis zum 29. Mai 2022 findet jetzt endlich wieder das Hamburger Spring- und Dressurderby statt. Das kennt ihr ja bestimmt. Und dieses Jahr werden Bonja und ich mit an den Start gehen, also natürlich in der Amateurtour mit 3 L-Springen an 3 Tagen. Und im Rahmen dieses Derbys wurden wir hier zum Media Day bei Sandra Auffahrt eingeladen. Und da haben wir euch einfach mal mit der Kamera den ganzen Tag lang mitgenommen. Bonja war auch noch mit dabei, weil wir dann auch noch eine Trainingseinheit von Sandra bekommen haben. Vorher sind Sandra und Emma, das ist eine Dressurreiterin, die auch beim Derby an den Start gehen wird, auch noch ihre Pferde geritten und haben dann noch einen Pferdetausch gemacht. Und ich wünsche euch jetzt richtig viel Spaß bei diesem Video. Ich sitze auf Steve, das ist ein 10-jähriger Stanley, den haben wir selber gezogen. Der ist bei uns geboren und aufgewachsen. War in Hamburg auch schon bei der Youngster-Tour am Start und auch beim 100-jährigen Jubiläum hat er sich schon tapfer geschlagen und schon einmal den Ball erprobt. Bringst du den mit jetzt nach Hamburg? Ja, den bringe ich mit. Wunderbar. Und dann darf er einmal richtig den Ball runter? Oder? Ja, genau. Emma, was hast du da Schönes? Ich habe meinen schönen Eyecatcher mitgebracht. Der ist 13. Ich habe den jetzt seit 3 Jahren. Und der geht Grand Prix. Ich habe noch kein international Grand Prix gestartet, aber international und hat auch gewonnen. Und ja, wir sind ganz entspannt. Wunderbar. Das ist ein schöner, ganz entspannter Hengst und passiert. Dann würde ich sagen, ihr löst ein bisschen und wenn ihr soweit seid, tauscht ihr. Das ist ja auch echt cool, das mal so im Vergleich zu sehen. Hier Sandra mit ihrem Springpferd Steve und Emma mit ihrem Dressurpferd Eyecatcher. Und das sind beides echt zwei faszinierende Reiterinnen. Total cool anzusehen. Und hier nehmen die beiden mal einen anderen Weg. Hier ist nämlich auf der Anlage, auf dem Platz auch so ein Wall. Natürlich auch super zur Vorbereitung fürs Derby. Der Wunder, der Weg, wo kommt der Und dann gehen die beiden im Schritt mal zusammen den Wall hoch und wieder runter. Der ist natürlich nicht ganz so steil wie beim Derby. Und dann stand der Pferdetausch an. Da hat Sandra erstmal erzählt, auf was sie jetzt zum Beispiel so achtet, wenn sie ein fremdes Pferd reitet. Gut, erstmal versuche ich sowohl dem Pferd wie auch mir eben so ein, zwei Ründchen zu geben, weil für das Pferd ist es ja am Ende auch eine neue Situation. Neuer Reiter, jeder Reiter macht das auch irgendwie ein bisschen anders. Und die Pferde sind ja auch unterschiedlich sensibel. Also es gibt Pferde, die stört das gar nicht. Die kennen das, wenn andauernd ein neuer Reiter draufkommt. Aber es gibt auch viele Pferde, gerade im Leistungssport, die sehr sensibel sind und die das auch erstmal vielleicht ein bisschen komisch finden und ungewohnt mit einem neuen Reiter. Dann versuche ich dem einfach so ein bisschen Sicherheit zu geben und zu sagen, hey, alles gut. Ich bin ein Kumpel und ich tue dir nichts und dann merkt man das relativ schnell, ob man erst noch ein bisschen ruhiger bleiben muss oder ob man gleich loslegen kann. Er fühlt sich eigentlich ganz gut an, muss ich sagen. Nicht, dass er jetzt irgendwie groß beeindruckt ist, dass ich jetzt besser Reiter bin. Emma, wie fühlst du dich? Ja, wie schon Springreiter. Der hat gedacht, der ist schon fertig für heute. Und dann jetzt einmal die Dressurreiterin auf dem Springpferd. Und die haben hier auch noch einige Elemente mitgenommen. Also wie hier zum Beispiel den Wall und noch so ein Auf- und Absprung. Und dann waren sie auch noch im Wasser. Thank you.
Dann ging es weiter und dann habe ich hier erstmal Bonja fertig gemacht. Ich würde gerne ein bisschen mehr galoppieren können. Ich halte immer sehr viel fest und kriege dann habe noch nicht so das Gefühl, dass es wirklich alles so flüssig läuft. Gerade auf so einem großen Platz fällt mir das manchmal ein bisschen schwer. Und dann können wir ja mal so auch das Galoppieren können wir ja hier auf dem größeren Platz auch mal so ein bisschen gut üben, dass ihr dann bestens vorbereitet seid für Hamburg, oder? Okay. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, dann löst die Rüd noch ein bisschen um die Sprünge herum und ich gucke ein bisschen mit drauf. Und dann fangen wir gleich mal locker an. So ein bisschen im leichten Sitz bleiben dieser Galoppstrecke und dann hier die Wendung wieder nutzen, um die Pferde wieder so ein bisschen zu schließen, wieder so ein bisschen selber aufrichten, dass du wirklich ganz gerade bleibst. Dabei auch dran behalten, dass du das in dem Moment nicht wegstreckst. Sie soll ja auch von hinten weiter galoppieren. Mhm. Auch wenn du durchparierst, soll sie ja das Hinterbein benutzen und da Last aufnehmen und nicht nur nach vorne schieben. Mach mal ruhig noch einmal. Langer Galoppweg, aber wir können das ja ruhig hier mal üben. Ja. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Und dann ruhig noch mal ein paar Übergänge reiten auf die Zirkel. Ein bisschen zulegen im Galopp. Ruhig mal ein bisschen mehr nach vorne. Noch mehr. Ruhig nicht mal drauf. Genau. Einfangen. So, und jetzt kommst du nochmal in die Kombination. Jetzt hast du auch richtig gute Verbindung zum Pferdemaul, auch vom Genick. Ja, so den Fluss in der Wendung behalten und auch vor dir behalten. Nicht zu doll rückwärts denken. Ruhig auf Eingalopsprung weniger aus der Wendung da auch ankommen können. Ja. Das ist dann, glaube ich, dem Moment manchmal, wo du dich nicht traust, dann den Galopp mitzunehmen, weil du dann Angst hast, dass du dir so davonläufst. Ja. Aber weil es der Training ist, können wir es ja ruhig nochmal probieren. Ja. Mach das ruhig nochmal. Kannst ja auch hier einmal rum, hast ja genug Platz hier. Geh nochmal auf die Zirkel. Nochmal einmal auf die Zirkel, genau. Und ruhig nochmal zulegen. Und noch ein bisschen mehr zulegen. Noch ein bisschen mehr. Gar nicht zu viel in Rückenlage. Bleib mal ein bisschen leichter von deinem Sitz. Genau. Also da ein bisschen mitlegen. Ein bisschen zulegen. Noch ein bisschen los, mehr. Ne? Einfacher. Ja, weil sie nicht so davon wollen. Kannst du auch einmal hier von hier durchfahren? Ja.
Wir sind jetzt fertig und es hat richtig, richtig Spaß gemacht hier auf dem großen Platz. Das ist ja die perfekte Vorbereitung für das Hamburger Derby Ende Mai. Und ich bin auch einfach mal mehr galoppiert und es hat sich sehr schwungvoll angefühlt. Und Bonja hat das super gemacht, auch über die Mauer rüber, habt ihr ja bestimmt gesehen. Ich bin richtig froh. Und ja, jetzt gehen wir noch ein paar Runden Schritt und dann geht's wieder ab nach Hause.